Zugegeben, das Thema, das ich in diesem Video behandeln möchte, ist nicht besonders spannend. Trotzdem möchte ich mal kurz diese Tabelle mit dir durchgehen, um dir zu zeigen, wie unterschiedlich die Backup-Programme mit den Ressourcen umgehen. Zum einen die Zeiteinteilung, zum anderen der Speicherverbrauch im Ziel des Backups. Ich versuche es kurz zu halten, da das Thema jetzt nicht besonders spannend ist, aber dennoch kann das Auswirkungen haben auf das Backup bzw. sogar auf Kosten, die das Backup erzeugt. Wenn ich zum Beispiel in eine Cloud ein Backup mache, zahle ich ja pro benutztem Speicher. Ich möchte also, dass mein Backup besonders gut komprimiert ist. Ich habe ein paar Tests, also ein paar Benchmarks laufen lassen mit 5 GB Dateien und habe einfach ein paar Programme drüber laufen lassen und habe die mal sichern lassen. Ich gehe die Tabelle nicht im Einzelnen durch, ich werde nur ein paar Highlights hervorheben. Einfach um das Video jetzt ein bisschen kompakter zu halten. Auffällig ist bei Azure Shampoo zum Beispiel, dass die Zeit für das Backup am längsten ist, die Kompression relativ gut ist, aber der Trade-off zwischen Zeit und Länge des Backups ist nicht besonders ausgewogen. Es braucht also sehr lange und spart sehr, sehr wenig ein, dann nur bei der Kompression. Paragon und VMAgent teilen sich fast bei allen Bereichen das solide Mittelfeld. Hervorzuheben ist nur WKSI. WKSI braucht fürs initiale Backup ziemlich lange. Diesen Nachteil kann WKSI aber wieder aufholen. Und zwar, wenn man sich das Folgende anschaut, nämlich die beiden Speichertests, die ich gemacht habe. Es kann erkennen, wenn Dateien doppelt in der Quelle liegen. Es werden also keine Dateien doppelt gesichert. Das erklärt hier beim Speicher 2 und Zeit 2 diese kurzen Zeiten, die einfach WKSI fürs Backup gebraucht hat und den geringeren Speicherverbrauch. Zum anderen scheint die Kompression allen anderen Algorithmen deutlich überlegen zu sein. Die Ergebnisse sind hier relativ eindeutig. Bei WKSI hat man nur den hohen Aufwand für das initiale Backup. Ab dann profitiert man von WKSI, sowohl bei der Dauer des Backups als auch beim Speicherverbrauch. Ich persönlich nutze zum Beispiel Backblaze B2. Dort zahlt man pro benutztem Gigabyte. Umso besser ist es dann, dass ich genau dafür WKSI benutze, denn ja, da brauche ich einfach am wenigsten Speicher laut meinem Test. Ich habe für diesen Test eine ISO-Datei genommen, also genauer gesagt zwei ISO-Dateien, habe inkrementelle Backups machen lassen, habe Backups machen lassen, wo die Datei einfach zweimal da lag, um einfach hier so ein bisschen die Variation zu haben. In allen Belangen hat hier WKSI am besten abgeschnitten. Das Beste ist, WKSI ist kostenlos, man kann die Command-Line-Interface-Version benutzen oder wer was zahlen möchte und dafür eine grafische Benutzeroberfläche gerne in Kauf nimmt, der bekommt eine Web-Edition von WKSI lizenzpflichtig. So, ich hoffe, das war kurz genug. Wenn ihr Fragen zu der Tabelle habt, gerne in die Kommentare. Ich gehe gerne darauf ein und beantworte euch die. Wie immer gilt, wenn dir das Video weitergeholfen hat, dann freue ich mich natürlich jetzt an der Stelle über ein Abo und schaut auch mal in die Outcard. Ich habe zu WKSI weitere Videos gemacht, zum Beispiel, wie ich mir mein erstes Backup damit einrichten kann.